Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tommy Clancy's Ghost Recon Wildlands Part Nummer 13. In dem folgenden Part haben wir die gewissen El Semario gefunden. Er hat sich leider auf seinem Dach oder in seiner Villa erhangen. Die war ja unschön. Aus eines Buchhorns war es. Und in den oberen Geschoss seines Daches hat er sich erhangen. Daher war für uns die Mission abgeschlossen. Und jetzt ist halt die Frage, was wir noch zu entdecken haben. Wir haben eben noch Fertigkeitspunkte. Wir haben unten einen Checkpoint. Wir haben hier unten noch Kingslayer-Dateien. Nebeneinsätze könnten wir machen. Wir können auch hier uns noch ein bisschen austoben. Aber ich habe ja gesehen, das ist hier oben, beziehungsweise bei den Ausrüstungsgegenständen wegen den Scharfschützengewehr. Da ist noch das Zielobjekt gibt. Erkunden Sie Okoro. Das ist nämlich das, was ich gerne haben möchte. So, gut. Ich würde sagen, ich tue mich erst einmal schnell hinporten in die Nähe von Okoro Bravo. Und werde dann auch direkt wieder mich zurück auf die Theaterstelle machen, würde mich in das neue Gebiet wagen, was auch drei oder zwei Köpfe hat von Schwierigkeit her, und würde mal gerne schauen, was mich da erwartet, ne? So, da sind wir in Okoro Bravo, es ist der Teil von Okoro. Okay. Moment, sind wir hier nicht mal. Nein. Okay, hier sind wir nicht gelandet bei dem Partner. Armel Emissario, nun können die Bauern in Okoro die Kokainproduktion wieder selbst regeln. Geht zwar nur langsam, aber sie kommen wieder auf die Beine. Das ist ja schön. So. Ich wollte jetzt direkt dahin. Aber ich sehe, ist hier unten ein Helikopter. Machen wir uns erst einmal dahin. Heißt, ich schnapp mir das Motorrad. Ich fahr das Motorrad. Ohne mich weitergehen. Und würde sagen, Vater, erstmal runter, hol den Heli, und mit dem Heli fliege ich dann direkt dorthin. Ja, ich sehe da unten schon einen roten Punkt, das heißt wieder, da sind Santa Planka, ein paar kleine Kartellleute. Und ja, die werde ich jetzt relativ schnell in den Hintern treten, damit das dann auch ein bisschen lustiger kommt. So ein bisschen den Sound noch verbessern. So. So, Scharfschützengewehr raus. Leiten wir eins. Da ist noch ein Tango. Drei. Haben drittes Ziel. Auf Zivilisten achten. Wir wollen niemanden versehentlich töten. Okay, wir sagen, wir machen mal jetzt. Verstanden. Unterwegs. Lass mich in Position gehen. Ja. Brauche neue Position. Roger, Ziel markiert. Kann loslegen. Okay, das wird. Greife Tempos an. Okay, der ist auch weg. Kann ja nur noch einer drinnen sein, und den holen wir uns jetzt auch. Rennen wir mal ganz schnell hin und holen uns den Sakario. Wo bist du? Ziel mit Maschinenpistole. Und dann können wir gleich hier oben die Kingslayer-Datei einsammeln. Und können uns dann den Helikopter schnappen. Was haben wir denn hier? Ein Audioaufnahme. Hey, was für ein Tag. Bei Svenio weiß man immer, wo man dran ist. Als ob man mit dem größten Pitbull auf Erden abhängt. Wenn du ihn schief ansiehst, reißt er dir vielleicht deine scheiß Zunge raus, klar. Aber der Hurensohn kann seine Gefühle einfach nicht verbergen. Heute Morgen bin ich mit ihm mitgegangen, um seine Produktion. Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollend von den Rebellen verdienen. Neu zu verhandeln. Emissario entschuldigte sich ständig wegen des Produktionsvolumens und der Arbeit und so Scheiß. Svenio saß nur da und hat ihn mit seinen kalten, toten Augen angestarrt. Ich schwöre, seine Augen haben Löcher in sein Shirt gebrannt. Dann hat Svenio ein riesen Taschenmesser aus dem Jackett gezogen.
einem schlechten, verkackten Manga und hat diese scheiß Riesenklinge ganz vornehm auf den Tisch gelegt. Von da an hätte Emissario allem zugestimmt. Er hat allem zugestimmt. Danach hat Svenio einfach sein Messer eingesteckt, ist aufgestanden und gegangen, ohne etwas zu sagen. Er ist nicht der Typ, den man seinen Eltern vorstellt, aber man kann den Kerl schon bewundern. Ich meine, seine Eier sind sicher so groß wie Kokosnüsse. Okay, da haben wir uns das auch von den Gesprächen her mit, von den El Messario von El Chacho, glaube ich mal. Und dass er da dermaßen Angst hatte vor seinem eigenen Großvater. So, und ja, sind wir schnell jetzt die Rüstung ändern, also die Kleidung. Ja, und das ist halt das gewesen, was El Messario nicht ausgehalten hätte, sich von seinem Opa anmerken zu lassen, dass. Aber wie man sieht, er hat es doch auf eine Art selbst in Hand genommen, hat sich dann das Leben genommen auf den Dachboden her. Und das war doch dennoch eine Fehlentscheidung gewesen, aber so konnte er seinen Großvater oder beziehungsweise seinen Opa nicht unter die Augen treten. Und das wäre dann auch sehr dumm, sag ich mal, für eine Art gewesen für ihn, aber naja. Es ist nun mal so passiert, dass sich der liebe El Messario selbst umgebracht hat. Und wir ihn leider so gefunden hatten mit einem Abschiedsbrief. Aber dazu kann man halt nicht viel sagen. So, Kopfbärte wollte ich diesmal. Ne, wir lassen das mal Trucker, was ist One Trucker für ein Ding? Ne, das nicht. Ne, das machen wir nicht. Ne, gut, so, das muss. Irgendwas anderes jetzt noch dazu, glaube ich mal, eher weniger Kleidung. Mal eine Weste abnehmen. Nehmen schon dann ein bisschen mit. Ja, dann machen wir die drauf. In so einer schönen Farbe. So. Gut. Mehr wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das jetzt mal ein bisschen ändern. So. Steigen wir mal ein. Und markieren uns mal den Weg dorthin. Vielleicht finden wir auch noch das andere Paketchen davon. Von diesen schönen Scharfschützengewehren. Weil wir sollen ja alles hier absuchen. Und ich hoffe mal, dass wir auch da was finden. Weil es wäre ja schon von meiner Art her sehr cool, nur so was hinten würde. Aber leider ist es halt noch nicht so dermaßen im Banne. So, eine kleine Helikopterausflug. So, da unten sind Gegner. Okay, wir haben hier noch Städte. Jetzt haben wir hier hinten den Bereich abgescannt. Das ist gut. Wir haben jetzt hier komplett eigentlich die Karte aufgedeckt. Das ist meine Frage. Was finden wir denn hier genau? Wir können ja rein theoretisch jetzt hier runter, ne? Ja, wir können hier runter. Poncho. Ja, wollte ich jetzt mal, können wir ja eigentlich umnehmen. Auf diesen Flug zwischen Ruhe. Jetzt gucken wir mal kurz. Okay, wir fliegen jetzt hier schon in die Villa Verde rein. Da will ich aber noch nicht hin. Wo ist denn jetzt der andere? Ach nee, das waren ja bloß die zwei, ne? Level 2, das ist die liebe Tabagal. Was haben wir hier? Media Luna. Ramon, Kuani ist schon die Stufe 5. Hier hätten wir noch die drei Pervers. Perfektos. Aber ich glaube, wir machen uns. Ach ne, wir haben hier unten auch noch.
bei Bakura. Was hier unten in der Cruz? Kaiman ist. Hier hätten wir auch noch jemanden mit der Stufe 3. Hier Stufe 4. Stufe 4. Moment. Ach, hier haben wir die gute mit schon der Mission. Und hier sind ja die. Ach so, hier war ja die, wo ich eigentlich nicht wirklich rein wollte. Ja. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt hier. Okay, bevor es so richtig ausartet. Hoppla. Machen wir den Sprung raus. Also schön, der Herz in der Dschungel ist, aber möchte ich halt nicht. So, okay, wir starten mal die Drohne, weil die konnte ja noch Gebiete abscannen, ne? Da hätten wir noch was. Checkpoint, Überwachung, Straßenverkehr. Checkpoint, Funkausrüstungskonvoi, kommt gerade. Oh, oh. Nee. Ja, schön, dass er kommt, aber... Erste Mal noch nicht machen. So, wir haben dort die Fertigkeitspunkte. Was verdächtig? Warum? Ist hier doch hin. Gut, ja. Gebiet Nummer 3. Wie haben wir hier? Das ist Gebiet Nummer... Oh. Ich bin an der Grenze von Gebiet Nummer 3 und 4. Okay, gut. Ich würde sagen, wir machen uns... Was haben wir hier noch? Kurzer Lauf. Scharfschützengewehr. Was haben wir hier? Der PP19. Schrotgewehr. Okay, wir holen uns jetzt noch einmal die zwei Teile. Die PP19, unser Schrotgewehr, und dann machen wir uns auf zu der lieben älteren Dame, ne? Ja, Rebellenpräsenz Stufe. Könnten wir auch noch machen, aber lieber nicht. So. Und schon sind wir bei den anderen Ort angekommen. Gut. Super Arbeit, wie ihr das scheiß Casino hochgenommen habt. Ich nehme das Motorrad. Ja, danke. Sehr schön. So, wir wollen die Waffenkiste haben. Das Schrotgewehr. Ich glaube, das ist gerade mal die zweite Schrotflinte, die wir jetzt, oder die ich jetzt gerade gefunden habe, beziehungsweise ihr mit dabei seid. Ja. Wir fahren jetzt einfach mal den Weg hier lang. Und dann noch irgendwie cool, so der Dschungel. So. Oh. Sorry. So, ab durch die Wälder. Okay, da oben sind. Wow. Da oben sind unsere Gegner. Die wir uns dann schön vorknöpfen können. Okay, wir hätten hier was. Setze Drohne ein. Einmal da auf dem Turm wird einer hocken. Das jawohl. Ist eine mit Maschinenpistolen. Ich habe jetzt die andere. Maschinenpistole. Feind gesichtet. Da ist der nächste. Machen wir mal den. Klettern ein bisschen in die Höhe heraus. Ja, ich will die Verbindung schon ein bisschen, da ist das Ding. Da hätten wir noch einen. Wagen mit mutierter Waffe. Gut, da hätten wir schon die nächsten. 5 Stück sind hier drin. 6er. Komm. Wagen mit mutierter Waffe. Na, da haben wir noch einen, da haben wir noch einen und einer muss jetzt hier noch irgendwo rumschlingeln. Da haben wir sie. Ziel gesichtet. Gut, wir hätten jetzt eigentlich alle. So. Wagen mit montierter Waffe. Tangos markiert. Was jetzt? So, die zwei haben wir bitte weg.
Ziel erfasst. Bin schussbereit. Wiedersehen. Deck alles hin. Das war scheiße knapp. So, den jetzt hier vorne müssten wir noch wegkriechen. Ich hoffe, da bleibt mal stehen. Scheint so, als würde er da stehen bleiben. Ja, tief gesessen. Wunderbar. So, Fertigkeitspunkt hätten wir jetzt 3. Gut. Batterie 89 haben wir. Nein, Tempo. Müsste ich noch Funkausrüstung mehr holen. Fernglasaufklärung haben wir hier. Erhöhte ihre Fähigkeitsziele mit Fernglas auszumachen. Ah, okay. Können wir machen. Wärmebild haben wir noch nicht zur Verfügung. Splittergranaten, Blendgranaten. Ne, Mine. Mine sind am Boden platziert. Sprenger, wo ihr die Fahrzeuge des Personal schädigen oder zerstören können. Könnte man eigentlich nehmen, ne? Um die Konvois auszuschalten. Ja, nehmen wir mal mit. Können wir mitnehmen. So, Fernglas nehmen wir auch noch einmal mit. Körper brauchen wir noch wieder und Waffen brauchen wir auch wieder jede Menge. Gut. Gut, sonst brauchen wir jetzt erstmal wieder nichts. Fertigkeitspunkte sind jetzt erstmal vergeben. Da könnten wir jetzt eigentlich mal gucken, ob wir. Okay, die sehe ich nicht. Wenn ich sie gesehen hätte, muss ich ganz anders hier machen. Aber. Wagen mit montierter Waffe. Ja. Roger, Ziel erfasst. Kann loslegen. Hab ihn, er ist tot. So gut, die zwei sind weg. Ich kann doch mal den. Noch mal kurz ändern. Ich glaube, ich mache den mal jetzt Tanktop. Tanktop schön in so ein Weiß hier, ne? Grau. Ja. Oder Multicam. Ja, ne, lass mal grau. Dann sage ich noch, die Jeans wollte ich eigentlich auch noch mal ändern. Was haben wir denn? So. Ja, nimm mal Cryptic Raid. So gut. Bisschen ja so. Bisschen freie Achse halt, also ein bisschen frische Luft bekommen unter der Arme. Unter anderem wäre ja auch sehr gut, ne? So, mal gucken. Können doch eigentlich eindeutig darüber klettern. Stücke lang. Ziele markiert. Auf dein Zeichen. Ich hab das Ziel. Na komm. Bereit für den Angriff. Ich schieße auf die Ärsche. Okay, alles ist gut. Der ist auch weg. Okay, rüberklettern kann man da anscheinend nicht. Ne, wir müssen schon den Vordereingang nehmen. Okay, nehmen wir halt den Vordereingang. Und die Gegend ist sauber. So. Einmal Nahrungspaket zum Markieren. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Da hinten haben wir noch zweier. Einmal Benzin, so wie es ausschaut. Ah, das kommt uns auch noch rum. Ich sehe eine Waffenkiste. Weiß ich. Auf damit. Zweimal Flüssigkeit. Genau, Treibstoff. Und noch einmal. Schönes Ding. So,
Jetzt haben wir die Waffenkiste hier. Und holen jetzt die automatischen Schrotflinte. Das wollte ich schon immer. Waffe checken. Ja, ja, und so dann haben wir sie. Nein, nicht die. So, jetzt haben wir das Gas Automatik Schrotflinte, glaube ich mal, ne? Genau, das war die vollautomatische Schrotflinte. Ja, Schulterstütze normal, Unterlauf können wir auch im Vertikalgriff nehmen. Das ist sehr gut. Nehmen wir dran, Standardlauf, langer Lauf, Libertad müssen wir untersuchen, Standardmündung, Schalldämpfer muss auf Karima, Malka, alles klar. So, Farbe noch. Ja, nehmen wir die in der US Woodland Style, passt schon gut hin. Gut, so, haben wir noch ein Paket? Nochmal Nahrungspaket. Sehr gut. Und die Kingslayer-Datei nehmen wir auch noch mit. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu der lieben Omi dahin. So, Dokument haben wir, Geld und Ruhm. Von den Garcita. Javier Garcita Valerto. Erscheint auf dem Cover der aktuellen Ausgabe einer bekannten internationalen Gazelle. Ne, Gazelle, ne? Oh. Oder Gezeite. Als Sohn der mexikanischen Milliardärs Gonzalo Valerto agiert Garcita als das öffentliche Gesicht des Kartells, als Jetsetter und Idiot. Ne, Idol fockt. Ne, oh Gott. Bisschen schlecht zu sehen bei mir. Und Idol lockt er bekannte Sportler, Berühmtheiten und Politiker in das Resort Aguda Verde zum Absparen zu erleichtern und die Softpower des Santa Blanca Kartells zu erweitern. Gut. Vorposten haben wir jetzt hier. Wir haben jetzt hier noch. Hier haben wir die P19. Die wollte ich ja auch noch holen, ne? Wieder Luciana. Hier haben wir den Tabakal, Marte Coca, Matre Coca. Wir haben hier Missionen. Hier haben wir eine Mission. Also das dreht sich hauptsächlich um das Gebiet. Das ist doch schon mal gut. Hier haben wir das dann Meto. Das ist dann wieder höherer Grad. Ja, ich würde sagen, wir hören uns noch einmal die P19 oder... Eigentlich würdest du mir gerne holen, aber nee. Die lasse ich mir, die hole ich dann mal off screen. Durch dann hier das Gebiet abarbeiten und die ganzen Fertigkeitspunkte und so mitnehmen. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt zu Tabakal, zu Matre Coca. Und ich weiß auch nicht, was mich da auf diesem Gebiet erwartet, aber ich würde mich schon mal schauen, was da jetzt schon so ein bisschen passieren wird. Und wir haben es Nacht. Gut. So, ja. Ein Jeep einsteigen. Der Provinz Tabakal. Was hatten Sie für uns? Tabakal war mal ein wichtiger Kaffeeproduzent. Aber vor ein paar Jahren hat Santa Blanca die Kaffeebauern gezwungen, Cocaleros zu werden. Und nur noch für das Kartell anzubauen. Wer ist unser Ziel? Ein Kartellboss namens Madre Coca. Die Cocaleros haben furchtbare Angst vor ihr. Sehen Sie sich das Video an, das ich geschickt habe, und Sie verstehen, warum. Sie führt Tabakal wie ihr eigenes Minikartell. Produktion von Coca-Blättern, Vertrieb mit Trucks und Zügen, sowie genug Aufpasser, um die Cocaleros bei der Stange zu halten und die Konvois zu sichern. Alles gnadenlos effizient. Ich stehe mit einer kleinen Rebellengruppe in Kontakt. Sie wollen uns helfen, wenn wir unsere guten Absichten zeigen. Was schlagen Sie vor? Gewinnen Sie Ihr Vertrauen. Erstens, ein alter Cocalero namens Chavez hat versucht, die Bauern gegen das Kartell zu vereinen. Er soll in der landwirtschaftlichen Kooperative eine Rede vor den Cocaleros halten. Kontaktieren und schützen Sie ihn. Was noch? Zweitens, bezieht das Kartell sein Coca in dieser Provinz von einer einzigen Farm. Überfallen Sie deren Leute, wenn Sie es abholen. Das ist ein Signal an die Cocaleros und stört Madre Cocas Produktion. Gut, wo ist das Video? Hier haben wir das Video. Wir gucken uns das mal an.
Ruperta Faro, Madre Coca. Früher wurde in Tabacal Kaffee angebaut, aber die Kartelle haben den Wechsel auf Coca forciert. Viel profitabler. Um mit Kaffee das gleiche Geld zu machen wie mit Coca, müsste man sich in Cafés die Böhnchen kiloweise durch die Nase ziehen. Madre Coca wuchs als Raspachina auf, als Coca-Pflückerin. Ach Moment, das hatten wir ja gesehen in den Innenport. Stimmt. Okay, wir machen... Madre Cocas Leute sammeln jeden Abend die Coca-Blätter auf einem hiesigen Bauernhof ein. Ich will, dass sie diese Arschlöcher überfallen und Madre Coca zeigen, dass sich die Spielregeln geändert haben. Gut, wir nehmen die Mission direkt an und fahren da runter. Aber wir haben ja auch noch... Ein ausgebranntes Auto und Leichen am Straßenrand. Vielleicht Rebellen. Wir haben noch Nahrungs... Okay, wir lassen die Rebellen wissen, wo sie die Nachschub finden. Sie können uns später danken. Ich fahre. Solita keine Ballons mehr machen. Okay, Federico, mire. Immer habe ich Ballons und so geschenkt, weißt du? Wo es war, zu Weihnachten, Geburtstag, komm mal hier runter, ne? Um den Außenweg zu gehen ein bisschen. Ja, das Gebiet ist jetzt relativ neu für mich und ich weiß noch nicht, was hier abgeht direkt. Oh, nein. Lebensmittelkonvoi. Moment. Ich hab doch Minen, ne? Ja. Jo, ich leg hier drüben eine Mine. Okay, wir haben jetzt zwei Minen hier. Ich mal gucken, ob es klappt. Sicher bin ich mir nicht, aber... wird bestimmt gleich knallen. Weiß nicht, wo ich was drücken. Ne, gut. Erkunde Galas... Nikilasias Coca-Plantage, okay. Okay, wir haben doch ein bisschen Mist gebaut. Machen wir uns ein Ecke mit der Hauen. Eröffne das Feuer auf diese Ärsche. Okay, die fahren, Oh, ich bin ich. Was meint sie, die Liste, Idiot? Sorry. Die Kettenreaktion hier. Tun wir markieren in dem Feuer. Wir den Rebellen den Standort des Nahrungstrucks. Darf ich mal das Motorrad benutzen? Wir wollen sie nicht erschrecken. Sorry, Kumpel, aber ich brauche dein Auto. Raus, ich fahre das Motorrad. Hey, ich komme nach. Okay, das ist kein Auto, das ist ein Motorrad, okay. Zivile sind jetzt gerade mal ein bisschen drauf, ja. Das ist eigentlich nicht gut. Aber wir müssen jetzt erstmal weiterschauen. Weil es jetzt erstmal hier der Hauptmission dran. Es tut mir leid, dass ich zwei Zivilleute mit auf dem Gewissen habe, aber. Okay, stopp. Erkunden Sie die Kilasia Coca-Plantage. Okay, wir müssen jetzt hier erst einmal die ganzen Gegner hier rausjucken. Die Cocaleros scheinen eine große Lieferung für das Kartell vorzubereiten. Das gibt uns die Möglichkeit, Santa Blancas Leute auszuschalten, während sie hier sind. Vorwärts! Die Drohne ist oben. Okay, scheiße. Ja. Okay, fahren die hier noch ruhig weiter mit den Fahrzeugen und so. Alles gut. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Habt ihr den Ort schon gescannt oder? Ach ne, da. Feind markiert. Kill Asia Farm. Traditionelle Familienform der Cocaleros. Mit dem sind's fünf. Okay, da haben wir noch wundervoll welche. Na, wo bist du?
Ziel markiert, behalt sein Umfeld im Auge. Okay, da ist der andere. Hier hätten wir noch einen. Tango. Markiere einen Tango, Einheimische in der Nähe. Okay, einer muss ja auch noch hier sein, ne? Die Kerle sind markiert. Ich warte auf dich, Boss. Okay, warten wir ab. Tango ist markiert. Bin bereit. Ziel erfasst. Bin schussbereit. Tango getötet. Hier kommt gerade einer wieder, oder? Da läuft gerade einer. Okay, wir müssen jetzt mal jetzt ein bisschen umpositionieren. Wo haben wir dich? Du bleibst da. Der ist weg. Ziele markiert. Auf dein Zeichen. Hab das Ziel. Bereit für den Angriff. Tango ist tot. Okay, der LKW-Fahrer gibt es auch nicht mehr, um das Scope fortzubringen. Okay. Ich sehe einen Narko. Sag mir wo. Im Feld. Willst du noch mal mitnehmen? Das tun wir noch vorher markieren, ja schön. Die Zeit nehmen wir uns. Hier müsste noch einer drin hocken. Ja schön, dass du da im Feld bist. Hier ist Ziel Nummer 5. Und auf Wiedersehen und gute Nacht. So. Hier wird markiert. Was ist hier hinten? Ah, Rebellen. Dann kommt euch helfen mal raus. So, bitteschön. Weg. Das war knapp. Es kommt schon wieder so ein Unitat-Helikopter irgendwo. Oder auch nicht. So, da gehen wir mal hier ein bisschen durch die Plantage. Ruhe, verrat mich nicht. Okay, den gibt's nicht mehr. Der hat mehrere Schläge eingesteckt. Jetzt muss alle mal stehen bleiben. Es sind Gegner in der Nähe. Was willst du noch anzeichnen? Und der hat da noch einmal. Machen wir es mal einfach so. Da haben wir ihn. Das ist einer mit Maschinenpistolen. Rebellenlager. Mit dem sind es 5. Fünf Stück bitte. Da haben wir den anderen und hier unten müssten nur noch welche sind, ne? Genau. Markierer Feind. Da haben wir sie. Einwandfrei. So. Dann schnappen wir uns mal die hier noch.
das Nachtvisier aus. Schnell unser Scharfschützengewehr. Oder auch nicht. Das Sturmgewehr reicht auch super aus. Helikopter steht hier. Wunderbar, können wir dann benutzen. Kommt noch auf. Hier sind noch keine Gegner, aber jetzt fängt es echt an zu regnen. Okay, das sind ja auch die Zwerge. Der schlecht dazu machen. Tango ist markiert. Was jetzt? Ich sag mal, machen wir mal die zwei schweren Jungs weg hier. Ziel markiert. Auf dein Zeichen, Boss. Abschuss bestätigt. Wunderbar. So, dann holen wir uns mal den einzelnen hier hinten und die restlichen dann da vorne, die letzten vier Stück. Das sieht ja gerade noch nicht. Der kann nicht mal so weit weg sein. Aber dennoch ist das schon cool, wenn es so anfängt zu regnen und so. Schon cool gemacht, die wir da oben standen, ja. Okay. Also aus dem Busch hier ein Haus gewesen. Jetzt rennen wir mal wieder hier hoch. Gehen wir mal zu Mutter. Die Ziele bereit zum Angriff. Tangos bestätigt. Bereit zum Angriff. Roger, Ziel erfasst. Bereit. Auf deinen Befehl. Erledigt. Sie sehen doch nicht so ein bisschen gut. Geschafft. Von denen bekommt das Kartell keine Kokablätter mehr. Gut. Wir ziehen ab und warten auf die Reaktion. Gut, das hätten wir. Okay, wir wollten das eigentlich wieder den normalen Hackenköder haben wir auch gekauft, okay. So, dann wollen wir mal hier Munition mitnehmen. Na komm. Geht doch. Munition wird doch schön mitnehmen. Gut, würde ich sagen, dann beende ich den Part ab hier. Und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Part bei Ghost Recon Wildlands. Mit mir anders, mit mir und meinem Team wieder. Wenn es dir gefallen hat, lass doch ein Abo da. Kommentier, wenn du möchtest. Und ein Like und das Video würde mich riesig unterstützen. Ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, in Santa Blanca räumt das Ghost Team auf.